Die Zeit des Maulkorbes ist vorbei. Zum ersten Mal auf der Welt gibt es eine Talkshow-Produktionsfirma, die nicht zensiert, die jede Weltsicht zulässt. Also, wenn Sie Talkshow-Gast werden wollen, es geht jetzt los mit den Talkshows. Talkshows zu zweit bis zu vielleicht zu zehnt oder Maximum, also mehr als 10 Gäste wird wohl ein bisschen schwierig werden, aber 2 bis 5 Gäste also oder 2 bis 5 Personen, Talkshows. Ja, also alle Welt hat sich beschwert, dass es überall auf der Welt keine demokratischen Talkshows gibt, wo auch unterschiedliche Weltsichten und Reformkonzepte und Veränderungskonzepte diskutiert und vorgestellt werden können, sondern immer nur der gleiche Einheitsbrei, überall dasselbe, also überall der Maulkorb, ja, ja. Und jetzt ist das zu Ende. Das heißt also, Fehler vom Amt hier, also das ist ja unsere normale jetzige Sendung, also ohne Talkshow. Und dann mit Talkshow heißt das Bild dann in Zukunft Talkshows, weil wenn es Zweier-Talks sind, muss man es ja nicht Talkshow nennen, dann ist es ja zu wenig. Dann sind es halt Talks. Und wenn es 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute sind, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute sind es eben Talkshows. Also alle herzlich eingeladen. Also jetzt ist Schluss mit Jammern. Es gibt eine demokratische Instanz, ja, das sozusagen komisch, dass wir auf diese Idee nicht früher gekommen sind, aber für uns ist ja das Produzieren von kleinen Internetfernsehsendungen mit einfachsten Mitteln ja völlig neu. Und sowas haben wir ja im Leben noch nie gemacht, ja. Aber jetzt gibt es es. Also jetzt kam natürlich dann zwangsläufig auch die richtige Idee. Warum denn immer darüber jammern, dass es überall auf der Welt keine demokratischen Talkshows gibt? Jetzt gibt es sie. Melden Sie sich. Ja. Und alle neuen Ansätze werden durchdiskutiert. So. Carla Remzma, Fridays for Future, wir denken an Greta Thunberg, Luisa Neubauer. Also Carla Remzma, warum das jetzt hier wandert? Ach so, das muss daran liegen, dass das, wir sind ja jetzt hier in der Talkshow, weil das Mäuschen irgendwie von sich aus wandert. Na, daran wird es wohl liegen, ne? Aber wir müssen, das erinnert mich daran, dass wir sowieso wieder auf unser Tagesbild zurückgehen müssen. Ja, Carla Remzma bei Hart aber fair. Ja, das Dilemma ist ohne jedes Konzept. Wenn das umgesetzt würde, was Carla Remzma und Fridays for Future im Moment fordern, dann wäre das das Ende Europas und das Ende Deutschlands. Das wäre der Totalruin. Denn die unterliegen immer dem Problem, dass alles, was sie tun würden, würde die dritte Welt zur ersten Welt machen und die erste Welt zur dritten Welt machen. Das ist aber keine Lösung. Nur die nextscientistsforfuture.de haben das Konzept über die Wohlfühlstimme sozusagen ein riesiges Wirtschaftswunder in Europa auszulösen. Und aus diesem riesigen Wirtschaftswunder heraus können wir dann den Kohlestopp 26 schaffen, in Deutschland den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan fürs Klima und dann die ganze Welt, der ganzen Welt den Weg zeigen, wie wir alle aussteigen können. Und wie wir dann endlich zu einem weltweiten Luftemissionshandel kommen, wo es aber dann nicht nur um CO2 geht, sondern um alle Stoffe,
die in der Luft nichts zu suchen haben, für die muss dann ganz teuer bezahlt werden. Aber das dann weltweit? Aber wie gesagt, leider, liebe Fridays for Future, redet mit den Leuten, die machen einen Riesenfehler. Noch ist Carla Rehmzma, noch ist Fridays for Future Greta Thunberg bei Hard Aber Fair. Die Frage ist nur, wie lange noch, ne? Und wenn sie die Chance verpassen, mit den Next Scientists for Future zusammenzuarbeiten, dann war es das. Ne? Denn mit falschen Konzepten, die wird niemand umsetzen, diese falschen Konzepte. Ja, ja. Christian Felber, leider auch, geht in die gleiche Richtung. Alles, was er sagt, würde Europa und Deutschland zerstören. Ja? Nicht so sehr die Gemeinwohlbilanz, die würde halt, ja, das ist halt dann ein Riesenproblem. Die Gemeinwohlbilanz, aber alles, was Christian Felber sonst noch will, wäre der Totalruin. Weil er würde die fähigen Leute aus dem Land treiben. Ne? Ich erinnere nur mal so, hier, wo ist es so, ich mache es mal gerade aus dem Kopf, das Erbe beschneiden. Wenn ein Milliardär weiß, dass seine Kinder davon nur 30 Millionen erben dürfen, dann geht er doch schnellstens ins Ausland, nimmt seine Firmen mit, nimmt seine Arbeitsplätze mit, verscheuert alles, was er im Lande hat, nimmt sein Know-how mit, nimmt seine Know-how-Entwicklungsabteilung, seine Entwicklungsabteilung mit, seine Innovationsabteilung mit, und geht in ein schönes Ausland und dann ist Europa pleite. Dann hat Europa nichts mehr. Dann hat es keine fähigen Unternehmer mehr. Dann hat Europa nichts mehr zu verkaufen. Dann kann Europa sich militärisch nicht mehr verteidigen. Wir sind dann in der Lage der nordamerikanischen Indianer. Und dann wird es nicht lange dauern, bis sich irgendjemand erbarmt, Europa abzuschlachten und zu besetzen. Ja, das ist... Das ist dann nur noch eine Frage der Zeit. Ja. Schluck Wasser, sorry. Anstatt United States of Northern Europe first oder Germany first, neigt Felber zum Beispiel auch zum Tiere first. Ja, dritte Welt first. Genauso wie Fridays for Future. Ja? Also immer dieses Tiere first, dritte Welt first. Anstatt zu sagen, ihr United States of Northern Europe first und Germany first. Und dann kümmern wir uns ums Klima. Aber doch nicht dritte Welt first oder Tiere first. Ja? Ich bin doch kein Tier. Natürlich will ich in einer sauberen Umwelt leben, mit herrlichen Bäumen und Parks und Wäldern und so weiter. Und mit meiner Wohlfühlstimme wird die Wirtschaft mir das genau das auch liefern. Ne? Und ja, ich glaube, für die Neuzuschauer muss ich ganz kurz mal hier in die Beweisführung reingehen. Also die Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall ist der Totalzerstörer von allem. Ja, weil es dazu führt, dass gewinnbringende Irrtümer unser aller Leben zerstören. Beispiel jetzt, ich mache es am Beispiel von Corona. Das ist ja für uns abgehakt, denn von Anfang an war das uns ja klar, dass das so sein muss. Und Schweden hat es uns bewiesen, die Zahlen in Schweden haben uns ja bewiesen, dass es so ist, leider wieder so genauso gekommen ist. Ja, Schweden hat eine starke Wintergrippe zugelassen, hat eine normale Wintersterblichkeit, kräftige Wintersterblichkeit, wie wir sie in Deutschland 17, 18 hatten, zugelassen und ist jetzt durch und hat wenigstens keinen Totalruin der schwedischen Wirtschaft gemacht. Dass die schwedische Wirtschaft teilruiniert ist, liegt an uns, weil natürlich für Schweden die gesamte wirtschaftliche Außenwelt ja weggebrochen ist durch unseren Blödsinn. Ja, hätten wir den Shutdown nicht gemacht, hätte Schweden auch weniger Probleme. Ne?
Also wir haben den Schweden die Probleme gemacht. Sie selbst haben alles richtig gemacht. Ne? Sie hätten vielleicht in Schweden gar keine Maßnahmen machen sollen, so wie Weißrussland. Ne? Wahrscheinlich wird Weißrussland am Ende als der rauskommen, der alles richtig gemacht hat. Wenn man nämlich dann sich die Sterbezahlen in Weißrussland der nächsten 3 Jahre, einschließlich dieses Jahres anschaut und in Schweden sich die nächsten 3 Jahre die Sterbezahlen anschaut und in dem Rest der Welt sich die Sterbezahlen der nächsten 2, 3 Jahre anschaut, einschließlich dieses Jahres, dann wird man sehen, alle Maßnahmen haben nirgendwo irgendwas Grundlegendes geändert. Ja? Schluck Wasser. Aber jetzt wieder kurz die wissenschaftliche Beweisführung hier. Der erste Früharzt der Evolution sagt, nein, also Bakterien und Viren sind nicht so besonders gefährlich. Ihr müsst immer nur darauf achten, dass ihr weiterhin so schön liebevoll in euren Kommunen lebt und so glücklich und entspannt und ausgeglichen seid und so sexuell befriedigt. Und dass ihr natürlich nur naturbelassene Nahrung zu euch nehmt, Früchte, Gemüse und so weiter. Und bloß nicht den neumodischen Ernährungskram esst, ja, weil der schwächt euer Immunsystem und so weiter. Ja, und wenn ihr das alles befolgt, dann braucht er mich eigentlich gar nicht. Und so ein Früharzt, der lebt in der Wahrheit, der erste. Nur kann er davon unter den Bedingungen der erfundenen Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall nicht überleben. Denn es wird zwangsläufig aufgrund des Naturgesetzes von Mutation und Selektion zu Mutanten kommen, nämlich zu sich irrenden Frühärzten. Und dieser Früharzt irrt sich total und sagt, nein, ihr könnt ganz problemlos die moderne Ernährung essen, so mit Pestiziden, Fungiziden, Glyphosat, all den Giftstoffen, die sind nicht so schlimm. Das ist total gesund, das Zeug. Ne? Könnt ihr ruhig weiter essen. Und außerdem, ihr werdet nur deswegen krank, weil Viren und Bakterien allmächtig sind, super stark, richtige Killer immer sind, ja, das Einzige, was euch retten kann, sind nur meine Tests, meine Impfungen, meine Bestrahlung, meine Operationen, meine Heiltränke, was auch immer, ja. Und der verkauft wie geschnitten Brot, weil die Leute werden ja von ihm mit der falschen Ernährung, in der falschen Ernährung festgehalten. Und dadurch hat er Dauerpatienten, kann ständig was abrechnen und kann sich ständig was bezahlen lassen, kann hier 2 Kinder ernähren, 3 Enkel, 2 Urenkel, kann eine Großfamilie der Medizinprofessoren begründen. Und die führen dann die Regierungen der Welt notwendig in die Irre, weil sie selbst auch ihre gewinnbringenden Irrtümer für Wahrheiten halten. Also Professor Drosten hat nicht gelogen, er hat einfach nur seine Irrtümer geglaubt und er glaubt wahrscheinlich heute noch, dass es sich um einen Killer-Virus handelt. Ja? Weil das gehört zur, das ist quasi, das saugen die Mediziner quasi mit der Muttermilch des Medizinstudiums in sich auf, dass Viren Killerviren sind. Immer, grundsätzlich. Ne? Und also so viel zur Beweisführung. Das heißt also, die Marktwirtschaft beutelt uns mit ihren gewinnbringenden Irrtümern, führt uns in Kriege, führt uns in Shutdowns, führt uns in Übergewicht, in Krankheit, in Krebs. Ja, die Marktwirtschaft ist die einzige schlechte Sache, die wir auf der Welt haben. Und auch Dr. Markus Krall kann nichts dafür, denn er glaubt an sie. Er glaubt einfach seine Irrtümer. Ne? Da war irgendwas. Felber. Ja, da war was. Automobilindustrie-Zeitschrift im GRT. Ja, machen wir doch mal das Beispiel von Christian Felber. Ja? Stellen wir uns vor, wenn wir schon hier beim Bild sind. Hier hätten wir eine Automobilzeitschrift.
Ja, warum konsumieren wir so viel Verkehr? Also Christian Felber sagt ja ganz richtig, Schluck Wasser. Es werden doch viel mehr Menschen in Europa getötet durch Autoverkehr, durch gesundheitliche Sachen wie Krebs, Herzinfarkt und so weiter. Ja? Und warum regen wir uns darüber nicht auf? Ja, weil die Menschen süchtig sind nach dem Autofahren. Und warum sind sie süchtig? Ursache wieder die Marktwirtschaft, ja? Die Marktwirtschaft, hier, da haben wir hier, die Automobilindustrie gibt ihre Werbung in eine Zeitschrift. Diese Zeitschrift ist wahrheitsorientiert. Sie sagt den Leuten, ja, ach Leute, ihr solltet doch mit den lieben Leuten, die im Haus wohnen, immer die besuchen und dann mit denen Liebesbeziehungen eingehen, damit ihr nicht so weit zu laufen oder zu fahren habt, so ganz praktisch, so dass also euer Haus quasi auch ein Liebesnest wird, in dem ihr wohnt, ja, und dann braucht ihr nicht so viel Autos. Naja, diese Firma wird unter Bedingungen, diese Zeitschrift wird unter Bedingungen der Marktwirtschaft auf zwei Wegen schleunigst ihre Anzeigenkunden aus der Automobilindustrie verlieren. Denn die werden entweder merken, dass die Zeitschrift quasi die nötige Distanz zwischen den Menschen nicht herstellt mit ihren redaktionellen Texten, sodass dann die Leute weniger Autos brauchen und deswegen auch seltener aufgrund der Anzeigenschaltung in dieser Zeitschrift seltener ihre Autos kaufen. Oder die Firma merkt es nicht und schaltet weiterhin ihre Werbespots, weiterhin bei der falschen Zeitschrift sozusagen, und dann geht die Autofirma pleite. Ja, weil der Rücklauf ist ja gar nicht groß genug, der daraus resultiert. Ja? Während die andere Zeitschrift in der Marktwirtschaft, die sich irrt wieder mit den gewinnbringenden Irrtümern, diese Zeitschrift, die bringt Botschaften rüber, quasi so, dass es besser ist, so bevor man sich mit den Nachbarn vielleicht irgendwann zerstreitet, ist es besser, null Kontakt zu den Leuten im eigenen Wohnblock, im eigenen Haus zu haben und so weiter. Also am besten null Kontakt zu den anderen Mieterparteien. Ne? Und dadurch brauchen die Leute dann schon mehr Auto, weil sie dann, wenn sie ihre Freunde oder ihre Liebespartner besuchen wollen, müssen sie schon weit fahren. Ja? Müssen sie schon mal ein Auto sich zulegen. Und dann rechnet sich, also dann wird es so sein, dass die Autofirmen nach und nach eben alle ihre Werbespots zu dieser Zeitschrift geben werden. Und diese Zeitschrift brummt dann und wird richtig erfolgreich. Der Chefredakteur kann zwei Kinder ernähren, drei Enkel, zwei Urenkel und so weiter. Und es entsteht eine Journalistendynastie daraus. Ja? Also Großfamilie oder was auch immer. Das heißt also hiermit nochmal ganz deutlich gesagt, sozusagen die Marktwirtschaft erzeugt die Konsumsucht. Und die Konsumsucht dazu der gehört auch die Autofahrsucht. Und das wurde dadurch ohne böse Absicht, aufgrund von Irrtümern kam das einfach zustande, dass sozusagen Schluck Wasser. Dass da letztendlich dadurch unser aller Leben zerstört wurde. Und wir jetzt alle keine Liebespartner mehr im Wohnblock haben, sondern nur noch 20 Kilometer entfernt. Ne? Und deswegen alle autosüchtig sind. Ja? Und das einfach so, Sachen einfach so zu ändern, ja, das, ja, wie gesagt. Ja. Dann bitte schön unser Tagesbild wieder.
Ja, Felber. Was macht eigentlich Felber und was machen Fridays for Future? Was machen Greta Thunberg, Luisa Neubauer, Fridays for Future? Was machen die alle? Die machen alle das Gleiche. Sekunde, die setzen sich vor die Füße. So notiert ist es. Die setzen sich vor die Füße unserer geliebten Milliardärskönige. Wo sind sie? Ja, Christian Felber, Fridays for Future, Luisa Neubauer, Greta Thunberg, Carla Riemzma. Die setzen sich also vor die Füße unserer Milliardärskönige und schmieden Pläne, wie sie den Milliardärskönigen etwas wegnehmen können. Ja, stellen Sie sich das mal ganz plastisch vor. Sie sind auf dem Königshof, ja, und der König hält Hof, ja, und dann setzen sich da ein paar Leute hin. Fridays for Future, Christian Felber, Gemeinwohlökonomie, und die beratschlagen, wie sie den Königen was wegnehmen wollen. So geht das nicht. Wir müssen hingehen zu den Königen, wir wollen euch etwas schenken. 20 Mal mehr Lebensqualität, 127 kerngesunde Lebensjahre maximal, x-fach mehr Gesundheit, 20 Mal mehr Lebensfreude und Lebensqualität. Lassen wir uns darüber sprechen. Und das alles kriegen wir gestartet mit dem ersten Element, zum Beispiel eine Einführung einer neuen Wohlfühlstimme als Wahlstimme. Ne? So. Ja, das ganz kurz zur Beweisführung. Ja, muss ja ganz kurz gemacht werden. Ne? Ganz kurz gemacht werden. Hier. Die Wohlfühlstimme ändert alles. Diejenigen, die sich irren, also die Marktwirtschaft wird ja durch die Wohlfühlstimme schlagartig schon mal beendet. Also diejenigen, die sich geirrt haben, die gewinnbringenden Irrtümer, wenn die nicht zum Umlernen bereit sind, dann kommen die hier auf den aussterbenden Ast und können dann spätestens nach 3 Generationen ihren Laden schließen und sterben quasi aus unter Bedingungen der postkapitalistischen Gesellschaft. Schluck Wasser. Und dann sind hier nur noch die Wahrheitsorientierten, denn die Wohlfühlstimme führt ja dazu, dass es Verdienstzuschläge für alle Berufstätigen nur noch gibt, wenn sie messbar und bewiesenermaßen die Wohlfühlstimmen anderer Menschen verbessert haben und deren Gesundheitsdaten natürlich auch noch. Aber und dadurch wird alles Wirken in der Gesellschaft, Wohlbefinden und Gesundheit maximieren. Und es wird kein Profit mehr durch gewinnbringende Irrtümer auf Kosten der Gesundheit der Menschen und auf Kosten des Wohlfühlens der Menschen geben. Ja, und damit ist das Problem, haben wir schon mal den ersten Ausstiegsschritt. Dann gibt es noch 20 weitere Reformen und dann haben wir ein Fastparadies auf Erden. Ne? So, jetzt lese ich mal weiter. Ja, und gewisserweise geht Christian Felber sogar hin und ruft dazu auf. Also der sitzt vor dem König und ruft dazu auf, Leute, nehmt dem König was weg. Na, was kann der König damit anfangen? Außer dass er sagt, naja, vielleicht werfen wir den Felber mal irgendwie ins Verlies oder so. Ja. SPD hat eine Sendung gemacht zum Thema Gemeinwohl. Wie viel Macht und wie viel Staat? Nein, wie viel Markt und wie viel Staat? Ja, also das ist doch die richtige Frage. Also wie viel Marktelemente dürfen wir zulassen in einer gesunden, echten staatlichen Planung, idealen Planwirtschaft?
wie viel Staat muss sein, ja, Wohlfühlstimme zum Beispiel, Gesundheitsdatenerhebung und so weiter, wie viel Staat muss sein und wie viele Marktelemente müssen sein? Das ist doch schon mal die richtige Frage. Ich glaube, es waren Kevin Kühnert und wie heißt der Geschäftsführer? Jetzt fällt er mir gerade nicht ein, aber es spielt keine Rolle. Ja, und das Problem ist, dass die SPD zwar davon redet, aber leider dann eben selbst ja nicht versteht, dass dieser große politische Entwurf ja schon da ist. Hier, Next Scientist for Future. Aber die nehmen das gar nicht wahr, weil sie gar keine kompetenten Leute am telefonischen Empfang haben und so weiter. Und die geben das ihnen gar nicht weiter. Und vielleicht wären sie auch gar nicht in der Lage zu verstehen, dass der große Entwurf zum Beispiel mit der Wohlfühlstimme als Wahlstimme beginnt. Ne? Ich konzentriere mich nur auf die Wohlfühlstimme, weil die anderen Reformen teilweise dann sehr kompliziert sind und die Wohlfühlstimme eigentlich wirklich so schön einfach und griffig ist, aber natürlich auf den 4 Homepages und in den 600 Sendungen werden natürlich auch andere Dinge erklärt. So, der NDR brachte die Sendung Bewegungsdocs. Ja, Bewegungsdocs. Es gab doch schon ganz viele Sendungen, die Ernährungsdocs und so weiter. Und jetzt läuft es wieder so, wie es in der Medizin ja sein muss. Es muss ja immer um gewinnbringende Irrtümer gehen. Und im Prinzip ist es ja gut, über Bewegung zu therapieren. Sport als Therapie. Dr. Med van Aken, die schonungslose Therapie, ja, und so weiter. Die schonungslose Therapie, also Bewegungstherapie sofort immer und so weiter. Ja, aber dabei wird jetzt dann vergessen die Leute natürlich dann selbstverständlich die Ernährungstherapie, ja. Da wird total vernachlässigt, dass die Leute ihre Beschwerden eben haben oder die eine ihr gewaltiges Übergewicht und ihr Bauchfett und so weiter. Natürlich, weil sie die ganze krankmachende Industrieernährung ist. Also so ist es immer so, egal ob sie sich jetzt Ernährungsdocs nennen, die haben dann wieder, da haben die wahrscheinlich da wieder gewinnbringende Irrtümer noch. Diese noch mitschleifen, dann springen die anderen auf den Bewegungsboom, nennen sich Bewegungsdocs. Dafür haben sie dann wieder andere gewinnbringende Irrtümer, die immer dazu führen, dass die Behandlung immer die Krankheit nicht an der Wurzel behebt, sondern die Dauerpatienten beibehält. Und das alles ohne böse Absicht, sondern nur, weil sie voll sind mit diesen gewinnbringenden Irrtümern. Ja, Wohnen als Grundrecht war eine Internetsendung, ja. Ja, das ist schon interessant. Dazu haben ja die Next Scientists for Future.de auch ein Konzept. Recht auf Wohnung, ja, Schluck Wasser. Aber die Frage ist, ob man das nicht viel besser machen kann, ohne jetzt irgendwie alle Wohnungen zu verstaatlichen oder irgendwie staatlichen Wohnungsbau zu machen, würde es nicht ausreichen, wenn die Wohlfühlstimmen und die Gesundheitsdaten über die sozusagen darüber entscheiden, wie die Hersteller von Wohnungen in den Ranglisten dastehen, dann werden die Mieter eben, diejenigen Leute, die eine Wohnung suchen, werden immer die mit den besten Wohlfühlstimmen der Mieter und den besten Gesundheitsdaten der Mieter. Solche Wohnungshersteller, werden sie versuchen, eine Wohnung zu mieten und bei den anderen nicht. Ja? Also wer dann also Wohnungen baut mit lauter Giften, mit lauter Wohngiften, wie man das ja dann nennt, ja, der verdient dann einfach nichts mehr. Der kriegt einfach keine Verdienstzuschläge mehr. Ne? Und dadurch ist es dann vorbei. Ja? Also dadurch werden wir gesundheitsförderliches und wohlfühlförderliches, natürliches, biologisches Bauen bekommen hoch 10.
reicht doch. Wozu muss ich dann den staatlichen Wohnbau machen? Und dann kriege ich den vom staatlichen Gammelwohnbau, werde ich dann mit Wohngiften überschüttet. Nee, also Problem doch gelöst. Also brauchen wir über das Thema sozusagen und Recht auf Wohnung, das wollen die Next Scientists for Future.de. Das ist eine der vielen anderen, komplizierteren Reformen, ne? Das ist klar. Ja, gut, also Felber treibt ja auch die Fähigen aus Europa durch seine Begrenzung dann, dass man also nur noch 20-fach so viel wie das Mindesteinkommen verdienen darf. Dadurch gehen die Fähigen aus dem Lande, weil sie in anderen Ländern 80.000 Mal so viel verdienen dürfen wie das Mindesteinkommen. Und ja, warum soll man in dem so unattraktiven Europa bleiben, wenn man in jedes schöne Land der Welt gehen kann und dort das X-fache von einem 20-fachen verdienen kann, ein 500-faches, ein 1000-faches, ne? Also das wird nur alle fähigen Leute aus dem Land treiben und wird Europa ruinieren. Gut. Ja, jetzt denken wir mal darüber nach, sozusagen einfach mal den Worst Case. Stellen wir uns vor, ein absoluter Verbrecher wollte jetzt die Wohlfühlstimme unterlaufen. Wollte also zum Beispiel als Supermarktleiter in alle Produkte eine Art Aufputschdroge reinmengen lassen, die die Leute für 10 Jahre lang, bevor sie dann zusammenbrechen, in totale berufliche Leistungsfähigkeit bringt. Und total gute Laune, sodass die Leute also ganz tolle Wohlfühlstimmen abgeben. Und die Aufputschdroge ist so harmlos, dass die Leute 10 Jahre lang das durchhalten, dann aber körperlich natürlich total ruiniert sind und zusammenbrechen. Und bevor diese Zeit mit den 10 Jahren rum ist, würde dieser Verbrecher versuchen, ins Ausland zu flüchten, sich dort dann umzuoperieren und so sich so versucht dann, er hat ja bis dahin Gewinne mitgenommen, er hat ja 10 Jahre riesige Gewinne gekriegt, ja, Verdienstzuschläge durch die steigenden Wohlfühlstimmen und er entzieht sich jetzt, wo die Leute zusammengebrochen sind und seine Wohlfühlstimmen, also die auf ihn bezogenen Wohlfühlstimmen, Statistiken und Gesundheitsdaten total in den Keller brechen, sozusagen, versucht er sich zu entziehen, indem er ins Ausland flieht, versucht sich da auch der Strafe von 15 Jahren Gefängnis zu entziehen, wegen eben Untermixen von Drogen. Und dann muss er sich dort im Ausland umoperieren, sodass ihn niemand wiedererkennt. Und dann sucht er irgendwie Arbeit wieder im Ausland. Nehmen wir mal an, er hat Geld mitgenommen. Na gut, dann hat er jetzt Vermögen. Jetzt könnte er jetzt versuchen, von diesem Vermögen zu leben. Aber er wird dann mit Haftbefehl besucht. Er kann nirgendwo wieder eine Arbeit anfangen, weil online wird immer weltweit sichtbar sein für jeden, dass dieser Mensch sozusagen riesigen Schaden angerichtet hat. Ja? Das wird überall bekannt sein. Er könnte jetzt rein theoretisch, man müsste jetzt also einen Weg finden, dass eben niemand, also auch in den anderen Teilen der Welt, man nicht einfach dann mit einem kriminell ergaunerten Vermögen durch diese Droge, ja, dass man damit einfach nirgendwo leben kann, ohne angeben zu müssen, bei der Einreise in das andere Land, ja, unter welcher Identität man denn gearbeitet haben will. Und wenn man dann umoperiert ist, dann findet sich ja niemand,
sozusagen, auch wenn man dann ein Doppelgänger ist, also wenn man aussieht wie jemand anders, wie ein guter Supermarktleiter zum Beispiel aussieht, dann ist ja dann in den Online-Daten erkennbar, dass das der Supermarktleiter ja noch in Europa, in Deutschland ist, sozusagen. Und er müsste nachweisen, unter welcher Identität er denn in welchem Land tätig war. Und dann müsste es ja da eine Identitätsherstellung möglich sein. Und dann würde man den kriegen, sozusagen. Aber ich muss zugeben, wenn es also Möglichkeiten gibt, sich in andere Länder reinzuschmuggeln, dort mit viel Geld zu leben, die Behörden zu schmieren, dann ist es durchaus denkbar, dass der Umoperierte vielleicht wirklich viel Geld hat und sozusagen nicht mehr, also damit so zumindest einsam oder so ganz gut leben kann. Denn auch wenn er eine Frau kennenlernen will oder so oder irgendwie Liebespartner oder so, die werden ihn auch, weil das dann weltweit überall Thema ist, werden die ihn fragen, ja, unter welcher Identität hast du denn in welchem Land gelebt? Bevor ich mit dir eine Liebesbeziehung eingehe, will ich wissen, ob du nicht ein Verbrecher bist, der international gesucht wird. Ja? Und dann wird er sagen, ja, guck da, und dann wird man überall sehen, ja, also er wird das nicht, er wird einem zukünftigen Liebespartner nicht nachweisen können, sozusagen, dass er kein Verbrecher ist, weil er kann ja dann keine Identität, unter der er gearbeitet hat, in einem anderen Land. Der kann höchstens sagen, ich war Sozialschmarotzer, aber auch das, diese Identität müsste er irgendwie ja dann nachweisen können, online sozusagen. Ja? Also ich glaube, also auch für den schlimmsten Kriminellen, natürlich wäre es jetzt möglich, dass seine Frau genauso kriminell ist. Und was ist aber, wenn das in der Ehe Probleme gibt oder in der Beziehung Probleme gibt? Schluck Wasser. Also natürlich ist es wie immer. Es ist nicht absolut wahrscheinlich unmöglich, dass ein Schwerstverbrecher mit schwerstkriminellen Absichten tatsächlich so etwas machen würde. Aber wer macht denn sowas? Würden Sie sowas machen? Würden Sie so irgendwie als Supermarktleiter mit Drogen arbeiten und ja, es ist ja unheimlich aufwendig und so weiter. Ja gut, damit könnten Sie ein paar Millionen verdienen und sich ein Vermögen anmachen, dann müssen sie sich aber davon umoperieren lassen, müssen alle ihre Freunde verlassen. Also wer würde denn sowas machen? Also, aber es ist schon richtig, wir müssen immer diesen Worst Case, das ist wissenschaftliches Rangehen, immer den Worst Case denken. Also wie könnte man die Wohlfühlstimme unterlaufen? Und dann müssen natürlich in den Staaten mit den Wohlfühlstimmen, müssen die in ihren Verträgen mit den anderen Staaten der Welt und so weiter und auch in der Kommunikation mit der gesamten Welt muss es ganz klar sein, ein Mensch, der nicht nachweisen kann, in welchem Land er in welchem Bereich tätig war und welche Wohlfühlstimmen und Wohlfühldaten da vorliegen über ihn, den sollte man auf keinen Fall irgendwie beschäftigen, mit dem sollte man keine Liebesbeziehung eingehen und so weiter. Ja, das heißt, weil es muss sich dann um einen Verbrecher handeln. Ja? Und das wäre also so insofern, aber ein interessantes Gedankenspiel. Also ein Identitätswechselversuch muss halt unmöglich gemacht werden. Ja? Also in aller Welt muss es zur Gepflogenheit werden, dass nur arbeiten darf, dessen Lebenslauf online lückenlos rückverfolgbar ist. Und das ist doch heute schon so. Es gibt doch keine anständige Firma, die einen anständigen Arbeitsplatz vergibt, ohne dass sie den Lebenslauf des Bewerbers verstehen können. Und wenn das dann alles irgendwie über online geht, ja, dann
Dann stelle ich doch nur einen als Supermarktleiter an, wenn dessen Daten aus seinem Heimatland oder so ganz klar immer nachverfolgbar sind. Und wenn dort dann in dem anderen Land dann dort die Daten einbrechen, dann werde ich den natürlich sofort entlassen, weil das zeigt ja, dass er irgendwie ganz was Falsches gemacht hat, also irgendwas Kriminelles gemacht haben muss, ja. Ja, auch mit einer gefälschten Identität bekäme man dann auch als Doppelgänger ja keine Arbeitserlaubnis, da ja sichtbar ist, dass der andere noch im anderen Land lebt. Also auch als Doppelgänger, das würde nicht funktionieren. Also wir müssen alle möglichen Worst-Case-Szenarien vorstellen. Wir müssen uns also den schlimmsten Verbrecher aller Zeiten vorstellen, ob der die Wohlfühlstimme knacken könnte. Und genau so müssen wir dann auch die Sicherheitsmechanismen machen. Ja, also Worst-Case-Szenarien sind sehr wichtig, aber problemlos konterbar. Man muss halt nur einiges an Konteraufwand betreiben, um eben diese extrem Kriminellen wirklich dann zum Scheitern zu bringen, ne? Sodass die es gar nicht erst versuchen. Schluck Wasser. Aber warum bin ich bereit, das Risiko einzugehen? Ja, ganz klar, um das nochmal ganz kurz zu zeigen. Das hier sind keine Peanuts. Das jetzt mit der Gefährlichkeitsüberschätzung des Coronavirus wegen der gewinnbringenden Irrtümer, die massenhaft in der Medizinbranche vorhanden sind, ja, wegen der marktwirtschaftlichen Fehlanreizsituation des Dr. Markus Krall, ja, da und auch des Professor Hans-Werner Sinn, denn auch er durchschaut, Professor Sinn durchschaut ja auch diesen Grundfehler der Marktwirtschaft nicht, ja. Er ist ganz vernünftig in manchem, er würde nicht so große Fehler machen wie Felber, nicht so große Fehler machen wie Krall, aber auch Professor Sinn, er würde nicht so große Fehler machen wie Nico Pech mit seiner Postwachstumsmoralität, würde ich es mal nennen, und so weiter. Würde auch nicht so viele Fehler machen wie Sarah Wagenknecht und wie Greta Thunberg, wie Luisa Neubauer, wie Fridays for Future. Aber er macht auch den Zentralfehler. Er erkennt nicht, dass die gewinnbringenden Irrtümer uns jetzt seit möglicherweise bis zu 400.000 Jahren ständig beuteln und unsere Lebensqualität total zerstört haben. Und wissen Sie, da ist mir so ein kleines Risiko, dass vielleicht der schlimmste Verbrecher aller Zeiten vielleicht damit davonkommen könnte, dass er unmerklich irgendwelche Aufputschdrogen reintut, um die Wohlfühlstimme sozusagen zu fälschen. Oder dass er hingeht und irgendwelche Mitarbeiter trotz der ganzen Bundeskriminalamtsmitarbeiter versucht zu bestechen oder um irgendwie einzubrechen in die Daten des Statistischen Bundes- und Wahlamts. Ja, also das sind für mich winzige Risiken verglichen damit, dass ich doch den Totalschaden jetzt habe. Wir haben doch jetzt den Totalschaden, ja, dass Europa jetzt wirtschaftlich total in die Knie geht. Denn wir haben doch den Totalschaden durch die Marktwirtschaft. Die Marktwirtschaft hat den Hitlerismus hervorgebracht. 65 Millionen Tote in Europa oder rund um Europa, ja. Und Menschenabschlachterei, Stalinismus, Maoismus, alles fußt auf der Marktwirtschaft. Denn auch die stalinistischen Irrtümer sind letztendlich in der Marktwirtschaft geboren worden. Nämlich, ja, und all das, also alles. Alles Leid der Menschheit der letzten 400.000 Jahre, möglicherweise bis zu 400.000 Jahre, hat nur eine zentrale Ursache. Und da sozusagen auf die Wohlfühlstimme verzichten, nur weil es das Risiko gibt, dass vielleicht ein, zwei total raffinierte Schwerstverbrecher
mal für 10 Jahre oder 5 Jahre irgendwie es doch gelingt, mal irgendwo Wohlfühlnoten zu fälschen und vielleicht sogar der eine oder andere davon trotz internationalem Haftbefehl und so weiter durch alle möglichen Tricks sich der Strafverfolgung entziehen kann. Also das Risiko gehe ich ein. Vor allem auch, warum noch? Der kann ja auch in keiner Kommune leben, ja? Weil jede Kommune wird ja nur Leute aufnehmen, deren Identität online-mäßig nachverfolgbar ist, welche Wohlfühlstimmen, die sie durch ihr berufliches Wirken bewirkt haben. Und es wird dann also die guten Kommunen mit den hübschen Frauen werden keine Leute aufnehmen, bei denen deren berufliche Identität nicht völlig klar ist und klar ist, welche Wohlfühlstimmen sie in welcher beruflichen Tätigkeit bei Menschen erzeugt haben. Ja? Ich würde als Frau so jemanden nicht in eine Kommune reinlassen, niemanden in eine Kommune reinlassen, der das nicht lückenlos nachweisen kann. Ja? Und das würde bedeuten, dass in den Liebeskommunen, wo die glücklichsten Menschen der Welt dann vielleicht leben, ja, dass das dann sozusagen in diesen Paradieskommunen kommt ja so ein Schwerverbrecher dann nie wieder rein. Der kommt dann in die Kommunen von den Pennern, von den Pennern und Säufern und Kriminellen und Verbrechern, ja, die sich da vielleicht dann auch in Kommunen zusammenrotten. Da kommt er rein, aber keine anständige Frau irgendeiner tollen Kommune, wo die Frauen auch total schön sind und sexy sind und so weiter, würde da irgendeinen Mann aufnehmen und zulassen in ihre Liebeskommune sozusagen, der nicht lückenlos nachweisen kann, was er für Wohlfühlstimmen-Effekte in seiner beruflichen Lebenstätigkeit bisher gehabt hat, und zwar lückenlos. Ja, ja. Gut, Schluck Wasser. Und für mich ist es quasi die Entscheidung zwischen einem feststehenden Totalschaden und einem kleinen statistischen Risiko des Schwerstkriminellsten der Erde. Ja? Und wenn ich da zu wählen habe, dann sage ich, wir müssen alle Maßnahmen treffen. Aber dieses kleine, winzige Risiko bin ich gern bereit einzugehen. Und ich glaube auch, dass die Menschen dann durch die neue Gesellschaftsform, die postkapitalistische, dass wir dann irgendwann gar keine Kriminellen mehr haben werden. Ja? Weil eben, wie gesagt, die Leute wachsen auf in liebevollen Kommunen und keiner kommt da auf die Idee, auch nur durch das Fälschen, also durch Tricksen bei der Wohlfühlstimme, sich da irgendwie als Schwerstverbrecher der Erde sozusagen zu betätigen. Das wird es bald gar nicht mehr geben. Also von daher müssen wir nur eine gewisse Zeit des Risikos durchstehen und danach gibt es keinerlei Risiko mehr. Ne? Ja, aber ich finde es interessant, muss man mal drüber nachgedacht haben. Können wir ja auch vielleicht in den Talkshows immer wieder kontrovers diskutieren. Nur, wie gesagt, die Marktwirtschaft, die ist kein Risiko, sondern die ist der Totalschaden. Und den Totalschaden haben wir doch. Den haben wir doch nicht seit Corona. Den hatten wir beim Hitlerismus, den Totalschaden. Den hatten wir im Ersten Weltkrieg. Den hatten wir im Stalinismus, im Honeckerismus. Wir haben doch überall nur Totalschaden. Und alles fußt auf der Marktwirtschaft. Denn wie gesagt, es gäbe ohne die marktwirtschaftlichen Irrtümer, die gewinnbringenden Irrtümer der Marktwirtschaft, hätte es den Honeckerismus nie gegeben. Ja? Denn das war die Marktwirtschaft, die die falschen Vorstellungen eines Karl Marx hochgespült hat. Ne? Also das war die Marktwirtschaft. Ja? Und niemand sonst. Ja, ich habe dir sogar mal gesagt, es ist sogar zu vermuten, dass vielleicht wurde sogar Karl Marx Schriften von der Waffenindustrie unterstützt, weil sie ja zum Bürgerkrieg aufrufen und das bedeutet für die Waffenhändler guten Umsatz. Ne? Also deswegen, die Marktwirtschaft steckt auch hinter Marx. Ja?
Also es gibt niemanden. Marx hat nicht außerhalb der Marktwirtschaft geschrieben. Es gibt nur eine Instanz in der Welt, die ich kenne, das ist der Weltrat der Weisen und jetzt die Next Scientists for Future.de, die sich rausgehoben haben. Ja? Auch die 120 anderen Ärzte, die jetzt so kritisch sich geäußert haben und die gesagt haben, da sind wir doch bei einer Gefährlichkeitsüberschätzung und das dürfen wir doch nicht mitgehen und so weiter bei Corona. Die haben ja nicht alles durchschaut. Die haben sich ja nicht total rausgenommen aus den marktwirtschaftlichen Zwängen. Und das haben aber der Weltrat der Weisen und die Next Scientists for Future geschafft, diese Totalunabhängigkeit herzustellen. Ja, deswegen melden Sie sich an für Talkshows. Ne? Da werden Sie merken, bei uns geht es demokratisch zu. Der einzige demokratische Platz der Erde. Ne? So. Durch die Wohlfühlstimme werden die Politiker in den öffentlich-rechtlichen Fernsehsenderaufsichtsräten über Berichte über Top-Reformer auf Berichten über die Top-Reformer bestehen. Also es war so die letzten Wochen noch so das große Rätsel, wie kriegen wir denn die Medien über die Wohlfühlstimme auf einen richtigen Weg? Vom falschen Weg zum richtigen Weg. Das ist ganz einfach. Die Wohlfühlstimme bringt die Politiker auf den richtigen Weg. Und die Politiker sitzen in den Aufsichtsräten der öffentlich-rechtlichen Medien. Die Politiker werden dafür sorgen, dass die öffentlich-rechtlichen Medien absolut werbefrei werden und deswegen von Firmen total unabhängig werden. Und sie werden, die Politiker werden hingehen und sagen, hier, wir sitzen hier im Aufsichtsrat, CDU, SPD, Grüne, was weiß ich, FDP. Und wir bestehen darauf, dass sie jeden, der eine neue Idee hat, ja, zum Beispiel, jetzt nehmen wir Bayern-Fernsehen, Bayerische Rundfunk, ja. Hier, wir sind vom Aufsichtsrat und von CSU, Bayern, Bayerische Rundfunk. Wir bestehen darauf, dass Sie die Leute, die ganz neue, bahnbrechende Ideen haben, dass Sie nach denen suchen als Journalisten und darüber Sendungen ohne Ende machen. Denn wenn die Wohlfühlstimmen in Bayern nicht besser werden, wird bald keiner mehr CSU wählen. Ja, also wir, liebe Leute, ihr Journalisten, müsst im Dienst von uns Politikern tätig werden, indem ihr jedem neuen Innovator und Reformer Sendeplätze gebt, ja, und in Talkshows einladet und so weiter. Denn dadurch lernen wir diese neuen Ideen kennen, werden bessere Politik in Bayern machen können. Die Wohlfühlstimmen und die Gesundheitsdaten der bayerischen Bürger werden besser. Das sehen die Bürger im Internet. Und deswegen werden die bayerischen Bürger wieder im Land und in den Kommunen CDU wählen. Und zum Beispiel die, wie heißt das da so, zum Beispiel WDR Köln Lokalzeit, ja, ich glaube, es ist die Oberbürgermeisterin Reker von Köln, wird hingehen und sagen, hier, lieber WDR, ja, hier, ich sitze im Aufsichtsrat und ich will, dass Sie in der Lokalzeit Köln die besten Reformer in Ihre Sendungen einladen, damit wir alle von den neuen Reformideen erfahren, dann bessere Wohlfühlstimmen in Köln erzielen können. Und denn nur dann wählen mich die Kölner wieder. Denn warum sollen Sie die Oberbürgermeisterin Reker wieder wählen, wenn nicht Köln zu der Spitze der Verbesserung bei den Wohlfühlstimmen und bei den Gesundheitsdaten gehört, sondern zu den Verlierern des Ganzen? Also immer die, ja, und schon haben wir das Problem auch des Journalismus gelöst. Dann können wir uns quasi wieder total verlassen. Auf die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender werden total demokratisch, werden uns jede neue Idee bringen, werden total kontroverse Diskussionen zulassen und alle Probleme sind gelöst. Die Wohlfühlstimme ist wirklich so ein Art Passepartout, so fit, passt für alles, ja, fits for everything. Ja. Aber trotzdem brauchen wir noch 20 weitere Reformen dann, ne?
Nur die Wohlfühlstimme macht ja schon mal deutlich, wo der Kurs hingeht. Das gute Handeln wird belohnt und das richtige Handeln wird belohnt und das falsche Handeln wird nicht mehr belohnt. Also im Bund, in den Ländern, in den Kommunen, überall lenkt die Politik die öffentlichen rechtlichen Medien in die richtige Richtung und jeder vernünftige Mensch wird dann in Zukunft alle seine Informationen nur noch aus diesen öffentlich-rechtlichen guten Medien beziehen. Ohne, und dann dann können wir auch unsere Talkshows werden dann in den öffentlich-rechtlichen Medien stattfinden. Ne? So. Ich glaube, das war's. Deswegen, liebe Zuschauer, bitte nochmal einladen, solange es die Wohlfühlstimme in Deutschland noch nicht gibt, in Europa noch nicht gibt, solange gibt es nur eine einzige demokratische Talkshow-Sendung hier und das ist unsere. Melden Sie sich an, melden Sie sich, gehen Sie auf nextscientistsforfuture.de, rufen Sie an, schicken Sie eine Mail, was auch immer Ihnen lieber ist und melden Sie sich an für die jetzt beginnenden, in den nächsten Tagen beginnenden wissenschaftlichen Tagesschau heute Talks und Talkshows, ja? Und ich bin gespannt, wann wir die erste Dreier-Talkshow oder Vierer-Talkshow hinbekommen, ne? Alles klar? Tschüssi, das war's für jetzt.